Wir sind eine moderne Internetplattform mit dem Fokus auf Startup Food and Beverages. Das heißt, eigentlich kann man unsere USP in drei verschiedene USPs einteilen. Zum einen ist es das sehr selektierte Portfolio. Das heißt, für die meisten Marken sind wir Generalimporteur, das heißt exklusiver Vertriebspartner hier in Österreich. Zum anderen, dass wir keine Unterscheidung machen zwischen B2B und B2C. Das heißt, unsere Kunden sind Endkunden, Gastronomie und Supermärkte. Und als dritten Punkt, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, das ist unsere innovative Logistikschiene. Viele wissen nicht, dass die Morava Holding Anteilseigner unserer Firma ist und wir nutzen eine bestehende Logistikschiene, die derzeit im Printmedienbereich genutzt wird. Die größte Hürde war definitiv die Kapitalbeschaffung, insbesondere in der Anfangszeit. Der Startup-Bereich in Österreich ist einfach noch nicht so groß und den gibt es noch nicht so viele Jahre. Das heißt, bestehende Investoren, Business Angels oder auch Venture Capital Fonds haben einen ganz bestimmten Fokus, meistens auf Deep Tech, Fintech, beziehungsweise einfach softwaregesteuerte Startups. Und da ist man in einem etwas klassischeren Bereich, ist es nicht so einfach bezüglich Finanzierungsrunden. Der Tipp ist definitiv, sich mit bestehenden Unternehmen oder auch Freunden zu unterhalten, die sich schon selbstständig gemacht haben. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man am Anfang falsch machen kann. Und ich bin mir sicher, wenn man da mit den richtigen Leuten gesprochen hat, dann kann man sich sehr, sehr viele Fehler ersparen und ja, viel Input und Feedback einfach von Leuten einholen, die in dem Bereich schon Erfahrung haben.